Hallo, liebe Bewohner. Es ist Samstag, der 4. April 2020, 14.38 Uhr hier auf Seychellen. Hier nun das Neueste für heute. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, ihr alle begrüßt unseren neuen Gast. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß. Heute haben wir also die Chance, einen neuen Bewohner für unsere Insel zu gewinnen. Wer das wohl sein wird, ich bin wirklich gespannt. Es ist ja auch rein zufallsgeneriert. Hoffentlich ist es ein hübscher Bewohner. Weil ich meine, seien wir mal ehrlich, die meisten von uns gehen schon nach der Optik. Also im Spiel meine ich jetzt. Im Real Life zählt selbstverständlich nur der Charakter. Ja, wir gucken gleich nach. Erstmal checken wir aber unseren Briefkasten. Und da gibt es wieder einiges zum Abholen. Unter anderem ja auch die Nintendo Switch im Animal Crossing Design, die wir bestellt haben. 35.000 Sternis hat die mich in etwa gekostet. Das ist schon ziemlich krass. Und das Coole ist, der Preis orientiert sich dabei übrigens an den Real-Life-Preis. Also die kostet in, ich glaube, in Yen umgerechnet. Also wenn man Sternis und Yen gleichsetzt, so mäßig, genau so viel wie im Spiel. Dummerweise habe ich jetzt aber keinen Platz für die Lul. Ich glaube, ich stelle sie jetzt erstmal in die Ecke. Obwohl sie eigentlich viel cooler ist als die normale Switch. Also objektiv gesehen. Oder? Kann man das so sagen? Ja gut, okay. Wenn man jetzt kein Animal Crossing Fan ist, dann wird man es vielleicht nicht so feiern. Aber ich mag's. Und wenn ihr noch keine Switch habt und unbedingt mit dem Spiel einsteigen wollt, dann ist das Bundle auf jeden Fall interessant für euch, würde ich mal vorschlagen. Wenn es überhaupt noch erhältlich ist. Ich glaube, das könnte schwierig werden. Gibt aktuell weltweit aufgrund der Corona-Krise Lieferschwierigkeiten bei der Switch. Aber nicht nur bei der. Die Welt ist ja insgesamt in einem Ausnahmezustand. Ihr werdet das alle wissen. Da muss ich euch, glaube ich, nichts erzählen. Jetzt habe ich außerdem meine Tasse mitgenommen. Das wollte ich nicht. Stattdessen wollte ich aber den Proteinshake-Maker mitnehmen. Ich habe mir dann nämlich gedacht, den könnten wir doch Roland schenken. Der ist doch ständig am Trainieren und vielleicht reagiert er darauf, weil es ein auf ihn zugeschnittenes Geschenk ist. Das könnte ja sein. Oh, cool. Tina ist auch wieder da. Na dann lasst uns kräftig einkaufen, damit wir dem neuen Bewohner oder bislang Besucher, es ist ja nur ein Besucher, auch ordentlich entgegentreten können. Und mit dem aktuellen McDonald's. Dank dir gibt es hier nun viele Kunden, die meinen nächsten Besuch als Händlerin kaum abwarten können. Darum habe ich mit meiner Schwester darüber gesprochen, auf dieser Insel einen richtigen Laden zu eröffnen. Also bin ich heute hergekommen, um mich mit Tom Nook zu beraten und er war sehr angetan von der Idee. Oh ja, ich auch. Er meinte direkt, wir haben doch noch Material übrig vom Bau von Nooks Laden, hä? Es muss also nur noch ein geeigneter Ort für euren Laden gefunden werden, ja? Oho! Und wer könnte euch da besser helfen als Tommy, ja? Also, habe ich meinen üblichen Handel weiter betrieben und dabei nach dir Ausschau gehalten. Und hier bist du! Oje, ich rede ja ohne Punkt und Komma, was? Entschuldige, ich bin nur einfach so aufgeregt, weißt du? Jedenfalls wären wir sehr erleichtert darüber, Hilfe von jemandem zu bekommen, dem Tom Nook vertraut. Was sagst du, Tommy? Hilfst du uns dabei, einen guten Ort für unseren Laden zu finden? Sehr gerne. Wirklich? Oh, du bist unsere Rettung. Also dann hier hast du ein Ladenbaukit. Endlich bekommen wir auch die Schneiderei, Beste. Stell einfach auf, wo immer du es für richtig hältst. Und da eröffnen wir dann unseren Laden. Also ich würde die Schneiderei ja gerne hier in den rechten Bereich irgendwo hin verlagern. Dann haben wir da nämlich auch noch eine, ja, ich sag mal, wichtige Einrichtung. Und auf die Schneiderei freue ich mich unheimlich. Weil da können wir dann so viele neue Designs runterladen und so viele geile Sachen kaufen. By the way, verkaufst du heute nichts? Oh, hi, Tommy, wie kann ich helfen? Doch, okay. Klar verkaufe ich heute auch was.
Na, die Sachen heute sprechen mich aber nicht ganz so an. Höchstens die Badelatschen vielleicht, so just for fun mäßig. Die nehme ich mal mit. Aber beim Rest muss ich sagen... Nee. Die Bomberjacke haben wir ja auch schon. Heute ist nichts dabei. Leider, leider. Die Latschen, die ziehe ich aber gleich mal an. Ups. Sieht voll lustig aus. Ja gut, dann suchen wir doch als allererstes einen geeigneten Platz für die Schneiderei. Können wir dann auf dem Weg auch gleich mal den Geldbaum looten, den ich schon am Anfang gesehen habe. Und die Eier. Vor den Eiern ist man eigentlich nicht mehr sicher, aber ich sammle sie trotzdem, damit wir dann für den Fall der Fälle die ganzen Bastelrezepte basteln können, weil die will ich eigentlich schon gerne haben. So, was haben wir da? Noch ein Ei, okay. Und direkt gegenüber das goldene Loch für heute. Also werden wir auch hier wieder 10.000 Sternis vergraben. Ah, das erstmal in den Geldbeutel. Das nervt mich auch, dass die Sternisaki nicht einfach instant in den Geldbeutel wandern. Das ist auch so eine völlig unnötige Sache. Das war, glaube ich, schon immer so, ja, aber trotzdem, Alter. Ändert das doch mal. Also hier hinten wird ja noch mein Gehege entstehen. Da ist kein Platz für die Schneiderei. Direkt über mein Haus würde ich sie auch nicht haben wollen. Aber vielleicht hier so? Dann muss ich allerdings kurz diesen Baum hier sichern, weil der ist in Lebensgefahr. Ich weiß zwar nicht, was es für ein Baum ist, aber es könnte ein Geldbaum sein und den würde ich jetzt ungerne zerstören wollen. Oder, ey, komm, wir bringen einfach alle in Sicherheit, okay? Wir sind jetzt hier so ein Greenpeace-Dude. Wir bringen alle Bäume in Sicherheit. Ich glaube, Bäume sind sowieso ziemlich wichtig später. Also je mehr man hat, desto höher ist die Stadtqualität. Also zumindest spielt es da wohl auch mit rein. Das war, glaube ich, aber auch schon immer so. Ja. Daher immer schön viele Bäume pflanzen und nicht abholzen. Ja, nur, wenn es wirklich sein muss. Also, was ist das hier für ein Ding? Ein Kirschbaum. Oh, echt? Da brauche ich doch sogar noch welche, oder? Huch. Und hier ein Fossil. Nice. Guck mal, ich habe hier die zwei weißen Rosen gepflanzt, die ich von Juli habe. Voll schön, oder? Oh lol, ich habe noch keinen einzigen Kirschbaum eingepflanzt? Das ist mein Ernst? Ja, moin. Obwohl. Na doch, doch, tatsächlich. Kirschen fehlen mir noch, der Rest ist da. Oh, dann sieht das schön aus, wenn die Bäume ihre Früchte tragen. Ach, ich kann es kaum erwarten, hierher zu ziehen. Kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin. Aber wir brauchen natürlich auch richtig viel Cash. Aber auch das kriegen wir hin. Hab schon einen Plan. Ich warte nur auf den richtigen Moment. So, wo genau packen wir denn die Schneiderei hin? Also hier haben wir ja noch das Haus von Nele. Von, wie heißt sie noch gleich, Digga? Ich habe deinen Namen vergessen. Nelly. Ich wusste, es war noch so ein ähnlicher Name. Oh, guten Tag, Muhi. Hi. Heute kann noch so viel Gutes geschehen. Muhi. Na, ich hoffe doch, ey. Ich hoffe doch. Also, wir hätten jetzt hier auf jeden Fall genug Platz. Ah, ich habe mich jetzt doch anders entschieden. Ich packe sie ein bisschen weiter rauf. An die rechte obere Ecke der Stadt. Dann ist sie zwar schon ziemlich abseits. Das stimmt. Aber gleichzeitig bekommt dieser Abteil der Insel dann auch einen höheren Sinn, nicht wahr? So muss man ja auch denken. Und ich finde das so gesehen schon echt okay. Doch. Also kann ich auf jeden Fall mit leben. Wir haben ja hier sonst nichts. Bis auf das eine Haus von Nelly. Da könnten wir dann noch so einen Abhang machen, der dann runterführt. Das ist dann direkt die Verbindung zu der Schneiderei. Dann machen wir dann natürlich noch eine Verbindung zu dem Haus von Nelly. Und runter zu mir. Ja, zur Brücke? Doch. Warum nicht?
Das ist doch eine geile Sache. Steht. Es wird ja auch gemeint, ich muss nichts weiter tun. Es sind offenbar noch Sachen vom Bau des Ladens von Nook übrig geblieben. Also ja, morgen sollte die Schneiderei dann wohl stehen. Ey, alles gut bei dir, Kumpel? Mann, ich will dir was schenken. Hey, trainier so fleißig. Dann vergiss nicht, genug zu trinken, Kumpel. Ja, genau deswegen bin ich nämlich hier. Du scheinst mir hoch motiviert, aber was gibt's eigentlich, Kumpel? Ich kann ihm aber gerade nichts geben. Oh Mann. Wie doof. Da will man ihm schon gönnen. Und dann darf man nicht. Traurig. Am meisten nerven wirklich diese Luftballongeschenke. Ich habe meine Schleuder aber noch abgelegt wegen der Meileninsel-Erkundung von gestern. Kann ich mich jetzt also nicht drum kümmern. Na gut, dann schauen wir beim Campingplatz vorbei. Wen dürfen wir denn empfangen? Bitte sei jemand Schönes, bitte sei jemand Schönes, bitte sei jemand Schönes, bitte sei jemand Schönes. Nein. Da denke ich mir so direkt arroganter Schnösel. Boah, buongiorno. Nein, du träumst nicht. Carsten steht vor dir. Hättest nicht gedacht, dass dein Campingplatz so prominent eingeweiht wird, was? Seht ihr, ich habe eine gute Menschenkenntnis oder Tierkenntnis in dem Fall. Du bist doch einer von den Einheimischen, oder? Ja, ich sehe sowas auf den ersten Blick. Und ich wage sogar, vorherzusagen, dass du meinen Besuch hier sehr genießen wirst. Alter. Aber ich fürchte, wir haben keine andere Wahl. Wir müssen diesen Typen jetzt erstmal in die Stadt übernehmen, sonst geht's ja mit der Story nicht weiter, ne? Ham. Ich habe mich wirklich an das einfache Leben auf Seychellen gewöhnt. Das einfache Leben. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, in mein altes Leben zurückzukehren. Allein die Paparazzi, die teure Einrichtung meines Hauses, der Lamborghini. Ja, es ist alles nicht einfach. Dann zieh doch her. Oh, was für eine Ehre für dich natürlich. Und ich sollte zuschlagen, bevor die Massen kommen, ja. Allerdings wird diese verschlafene Insel mit dem Ansturm der Paparazzi klarkommen, wenn ich hierher ziehe. Kannst du das bitte mit dem VIP-Manager oder so checken? Ich will euch ja nicht überfordern. Boah, Bruder, was bist du für ein Arschloch? Aber ja, ich werde mich natürlich drum kümmern. So dann, bonjour. Fühl dich geehrt. Mein glanzvolles Schicksal liegt in deinen Händen. Wir haben halt einfach einen der schlechtesten Charaktere bekommen. Das gibt's doch nicht! Mann! Aber gut, ich muss auch gestehen, ist vielleicht nicht schlecht, dass mal einer ein bisschen Würze reinbringt. Haben wir halt jetzt mal einen arroganten Charakter am Start. Das wird interessante Konversationen geben. Ja, darüber freue ich mich ja auch irgendwo. Und ich habe dann zumindest auch endlich mal wieder einen Grund, unfreundlich zu sein. Und ihn zu mobben. Vielleicht können wir ihn ja loswerden, indem wir ihn tot mobben. Sag mal, Dummy, kannst du sehen, wie verlegen ich gerade bin? Ja, recht deutlich. Diese Emotion passt besonders gut, wenn man etwas unentschlossen ist. Das ist zumindest meine Meinung. Ich liebe Emotionen. Okay, also können wir jetzt schüchtern gucken, ja? was sagt man zu so einem Anlass? Ja, schwierig, ne? Aber ist ja schon mal ganz nett, dass wir das jetzt auch können. Werfen wir einen Blick in den Laden. Was habt ihr heute so Schönes? Habe ich eigentlich Sachen zum Verkaufen? Nee, ne? Das sieht leider auf dem ersten Blick jetzt nicht so hypend aus. Der Gongfu-Tee-Service juckt mich noch am ehesten. Da greife ich zu.
Und die Sanduhr ist ebenfalls mein Ding. Dann den Vogel da hinten, den haben wir ja schon. Oder zumindest einen ähnlichen. Ja, das ist der gleiche. Was zur Hölle ist das? Ein Wandteppich. Boah, nee, von sowas bin ich überhaupt kein Fan. Nee, lass mal. Guckt mal, wer mich besuchen gekommen ist. Voll lieb. In so einem Fall würde ich auch echt gerne mal die Kamera drehen können, Nintendo. Leider ist das nicht möglich. Selbst im Fotomodus nicht. Ich verstehe das nicht so ganz. Was gibt's Neues, Hühnermist? Dieses krass gute Wetter zaubert selbst mir ein Lächeln ins Gesicht. Ein knallendes Lächeln, versteht sich? Ja, aber ich fürchte, uns wird allen bald das Lachen vergehen, wenn dieser Karsten hier sich niederlässt, Alter. Hallöchen, Dummy. Mui. Ich habe jetzt alles zu Hause verstaut, also kann ich endlich meinen Nachbarn Hallo sagen. Du bist jetzt erst fertig mit dem Einzug? Ich bin echt froh, dass du mich an meinem ersten Tag willkommen geheißen hast. Oh, und bevor ich es vergesse, es gibt einen Grund, warum ich dich angesprochen habe. Ich wollte dir ein Geschenk geben, weil wir so gute Nachbarn sind. Einfach um den Beginn einer hoffentlich lebenslangen Freundschaft zu feiern. Du gefällst mir deutlich besser als Petunia. Das war in meiner Heimat total in. Ein Buch. Oh. Also in meiner früheren Heimat. Ich meine, ich weiß doch, dass ich jetzt hier zu Hause bin. Pass auf dich auf. Wuhi. Ein Buch. Okay. Ist es denn ein cooles? Es ist Physik. Ja. Da bekommt man doch glatt selber Lust, was zu verschenken. Also legen wir los mit dem Kolibri-Falter für Eugen. Oh nein, dein Kolibri-Falter. Das ist ganz und gar nicht schön. Dann nehme ich ihn wieder mit. Ja, okay, den muss ich doch annehmen. Die zu den Schwärmern gehörenden Kolibri-Falter weisen eine deutliche blaue Linie auf den Flügeln auf. Sie sind recht geschickte Flieger und daher schwierig zu fangen. Doch wenn man bedenkt, dass sie Nährstoffe aus Schlammpfützen aufsaugen... Nun, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie irgendwer einen Kolibri-Falter fangen wollen würde. Schon ein bisschen eklig, also leckere Fruchtsmoothies sind mir da lieber. Er muss einen furchtbaren Atem haben. Na, in jedem Fall, danke für die wundervolle Spende. Ja, ich weiß gar nicht. Also, wenn man Schlamm säuft und wir sind bestimmt als Kinder alle mal irgendwie mit sowas in Berührung gekommen. Ich glaube nicht, dass du dann einen stinkigen Atem hast. Es ist einfach nur eklig im Maul, aber das stinkt jetzt nicht unbedingt, oder? Da gab es Schlimmeres. Oh nein, eine Honigbiene! Wieso? Wieso? Du hast Angst vor der Honigbiene? Die ist doch lieb. Oh Mann. Sind Sie sicher? Wussten Sie, dass viele Honigbienen zusammenarbeiten müssen, um Nektar in Honig zu verwandeln? Ja. Oh ja, Sammelbienen saugen Nektar aus Blumen in ihren Honigmagen und fliegen zum Bienenstock. Dort wird er gekaut und in die Waben gespuckt. Zum Trocknen schlagen die Bienen dabei mit den Flügeln. Ja, man könnte fast sagen, dass Honig das schmackhafte Monument der hart arbeitenden Honigbiene ist. Oh, liebe Zeit, verwechseln Sie meine langatmige Beschreibung nur nicht mit Bewunderung. Letztlich sind auch Honigbienen nur Insekten und daher gar scheußliche Kreaturen. Ein klein wenig weniger scheußlich, ja, als die meisten, das gebe ich dazu. Nein, jedenfalls. Allerherzlichen Dank für die wundervolle Spende. Also, ich weiß ja nicht, Bruder, aber das mit dem Spucken klang eklig, ja. Aber ansonsten sind Bienen doch wunderbar. Und wir brauchen sie für unsere Natur und das ganze Leben. Die machen nämlich mehr als nur Honig. Oh nein, eine Wespe! Oh, wieso nur? Wieso? Okay, das kann ich verstehen. Wespen sind einfach nur scheiße. Wenigstens sind wir mal einer Meinung. Wespen kooperieren, um ihren Nachwuchs aufzuziehen und das Wespennest zu verteidigen. Ein einzelnes Nest kann die Heimat von tausenden Wespen sein, die alle unermüdlich zusammenarbeiten. Ich muss gestehen, dass mich das beeindruckt. Dennoch, tausende von krabbelnden Wespen an einem Ort, da kribbelt mir direkt das Gefieder. Aber hauptsächlich möchte ich so schnell wie möglich so viel Distanz wie möglich zwischen sie und mich bringen. Na, in jedem Fall, danke für die Spende. Oh, direkt vor dem Museum. Eine Osterflaschenpost. Die garantiert ja ein neues Osterbastel-Element, ne? Und zwar Häschentag Girlande.
Boah, es gibt so viele verschiedene Sachen. Wie soll ich denn jemals alles zusammenbekommen? Aber ich werde es probieren, Leute. Vielleicht machen wir sogar noch einen Suchti-Stream am letzten Tag des Events. Ich weiß es nicht. Mal schauen. So, und jetzt platzieren wir mal unseren Sandkasten. Der hier am Strand geplant war. Ich überlege aber noch, ob ich den Spielplatz nicht vielleicht sogar hier hoch verlagere. Im Moment sieht es aber eigentlich ganz hübsch aus, oder? Was meint ihr? Stellt euch mal so Kinder vor, die hier in der Nähe des Wassers mit den Sandspielsachen spielen. Das ist schon irgendwie schön. Yippie. Hier oben habe ich noch ein Loch entdeckt. Mit einem Fossil. Das ist erst das zweite heute. Aber vielleicht finden wir noch mehr. Hier drüben müsste es nämlich auch noch was zum Ausgraben geben. Also lasst uns nachsehen. Ich hoffe mal, es sind nicht mehr Eier. Ich habe genug. Ja, Treffer. Und ebenfalls Treffer. Ja, 4 Fossilien. Das ist schon mal ganz ordentlich. Ein neuer Zaun im Angebot. Da greife ich zu, auch wenn ich ihn nicht wirklich schön finde. Wir tun das alles für den Katalog. Und für unsere Bastelanleitungen. Selbstverständlich. So. Was hast du denn sonst noch so? Im Nook-Shopping-Bereich. Ach, als ob. Das Buch, das haben wir doch gerade eben erst bekommen. Kofferplattenspieler, ist zumindest kreativ. Aber mich juckt mal wieder nur das Lied. Ja, und jetzt kommen wir zu einem großen Moment, Leute. Wir haben nämlich mal wieder genügend Sternis beisammen, um unseren Kredit abzubezahlen. Und genau das tun wir hiermit nun. Oder? Wie möchten Sie den Kredit zurückbezahlen? Ja, mit meinem Guthaben? Hä? Kredithöhe 100k. Ja, dann mach doch! Bareinzahlung. Warum überfordert mich das so dermaßen? Alles einzahlen. So. Hurra! Damit ist mein Haus abbezahlt! Meilen. Oh, cool! Es gab fürs Felsanstoßen heute 5-fach Meilen. Das ist natürlich besonders easy. Ich habe vorhin noch den Geldstein gelootet. Auf ganz entspannt. Ja, schön. Man sollte auch die Nookmeilen Plus übrigens jeden Tag abholen, sonst verfallen sie. Ganz wichtige Info an der Stelle. So, Nook, komm, lass uns gleich mal plaudern. Oh, hallo, Dommy. Glückwunsch, du bist stolzer Besitzer eines voll abbezahlten, luxuriösen Eigenheims. Es ist ein schönes Eigenheim, aber zum Luxus fehlt noch ein bisschen was. Da können wir doch bestimmt noch was dran ändern, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, wie toll du dich jetzt fühlen musst. Ich meine, was könnte besser sein? Tja, du könntest noch einen Raum anbauen. Das wäre tatsächlich, so rein theoretisch betrachtet, besser. Ach, hör nicht auf mich. Ich kann einfach nicht anders. Aber wenn dein Interesse geweckt ist, sprich mich an. Ja, du bist schon schlauer, du. Aber ich bin natürlich genau deswegen da. Ach ja, Melinda erwähnte es ja bereits in unserer Inseldurchsage heute, aber heute ist unser erstes neues Gesicht auf dem Campingplatz erschienen. Hat man Worte? Ja, Arschloch. Dommy, ich finde, du solltest mal vorbeischauen und guten Tag sagen. Sobald sich das Ziel irgendeine Blöße gibt, überrede es sofort, nach Seychellen zu ziehen, claro. Ja, das habe ich bereits getan. Ach, tatsächlich? Dommy, ich könnte dich drücken. Wie schnell du das geschafft hast. Dann, wie geht's weiter? Den Typen austauschen? Ich weiß, ein neues Haus muss her. Und zwar Dali. Und du, Dommy, dem wir dieses Vergnügen zu verdanken haben. Du bestimmst, wo es hinkommt. Also, falls es dir recht wäre und so. Können wir den auch auf die Nebeninsel verfrachten?
Ja, okay, ich mach ja schon. Ich danke dir, Domi. Allzeit bereit, so kenne ich dich. Dafür brauchst du ein Hausbaukit. Bitte sehr, es ist mir ein Vergnügen. Okay. Hol es einfach aus deiner Tasche und platziere es an der Stelle, die für das neue Eigenheim am geeignetsten ist. Wofür war jetzt eigentlich diese Schwarzblende? Kapiert? Prächtig. Wünsche viel Vergnügen bei der Lageplanung. Ja, wo wir diesen Schnösel hin platzieren, das überlegen wir beim nächsten Mal. Jetzt möchte ich erstmal über mein Haus sprechen. Du möchtest also etwas wegen deines Hauses besprechen. Oh, dazu muss ich dir erst was sagen. Ich helfe nicht nur beim Umbau, sondern auch bei Umzügen. Und ein Umzug geht auch dann, wenn du noch einen Kredit abbezahlst. Ach, wirklich? Lass es mich einfach wissen, wenn du Interesse hast, ja? So, jetzt habe ich dich lang genug warten lassen. Wie kann ich dir helfen? Also ich will zwar umziehen, aber ich muss ja jetzt erstmal das Haus von dem anderen Dude loswerden. Möchtest du umziehen? Wenn du einen neuen Ort gefunden hast, sorge ich dafür, dass bis zum nächsten Morgen alles fertig ist. Im Komplettpaket für 30.000 sollen wir anfangen, ne? Komm, wir schauen mal nach. Wunderbar. Domi, die Umzugsgebühr muss ich leider sofort kassieren. Du hast doch gerade... Und im Moment scheinst du, naja, nicht zahlungsfähig zu sein. Aber dann warten wir einfach, bis du es kannst. Okay, dann reden wir später darüber. Dieser Abzocker!